Lesung aus dem Buch Exodus mit Meditationen von Martin Guttel. Moses, Moses, die Tage des fürstlichen Lebens lagen hinter dir. Die Spiele, das Geehrtwerden, das Obensitzen, während Tausende sich plagten. Du sahst das Elend deines Volkes. Du spürtest den Israeliten in dir. Da bist du aufgestanden. Du wolltest deine Welt verändern. Du bist zu deinem Volk gegangen, mit nichts als der Verheißung bewaffnet. Ich werde mein Volk herausführen. In jenen Tagen, als die Israeliten sahen, dass die Ägypter ihnen nachrückten, erschraken sie sehr und schrien zum Herrn. Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Moses, du wusstest nichts von deiner Zukunft. Du warst erfüllt von einer Kraft. Mose aber sagte zum Volk: Fürchtet euch nicht. Bleibt stehen und schaut zu, wie der Herr euch heute rettet. Da sprach der Herr zu Mose: Was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer und spalte es, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Ich aber will das Herz der Ägypter verhärten, damit sie hinter ihnen hineinziehen. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich am Pharao, an seinen Streitwagen und Reitern meine Herrlichkeit erweise. Der Engel Gottes, der den Zug der Israeliten anführte, erhob sich und ging am Ende des Zuges, und die Wolkensäule vor ihnen erhob sich und trat an das Ende. Sie kam zwischen das Lager der Ägypter und das Lager der Israeliten. Die Wolke war da, und Finsternis und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte die Hand über das Meer aus, und der Herr trieb die ganze Nacht das Meer durch einen starken Ostwind fort. Er ließ das Meer austrocknen, und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. Die Ägypter setzten ihnen nach. Alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter zogen hinter ihnen ins Meer hinein. Um die Zeit der Morgenwache blickte der Herr aus der Feuer- und Wolkensäule auf das Lager der Ägypter und brachte es in Verwirrung. Da sagte der Ägypter: Ich muss vor Israel fliehen, denn Jahwe kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Darauf sprach der Herr zu Mose: Streck deine Hand über das Meer, damit das Wasser zurückflutet und den Ägypter seine Wagen und Reiter zudeckt. Mose streckte seine Hand über das Meer, und gegen Morgen flutete das Meer an seinen alten Platz zurück, während die Ägypter auf der Flucht ihm entgegenliefen. So trieb der Herr die Ägypter mitten ins Meer. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Die Israeliten aber waren auf trockenem Boden mitten durch das Meer gezogen, während rechts und links von ihnen das Wasser wie eine Mauer stand. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand der Ägypter.
Als Israel sah, dass der Herr mit mächtiger Hand an den Ägyptern gehandelt hatte, fürchtete das Volk den Herrn. Sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Knecht. Damals sang Mose mit den Israeliten dem Herrn dieses Lied. Sie sagten: Ich singe dem Herrn ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Meine Stärke und mein Lied ist der Herr. Er ist für mich zum Retter geworden. Moses, was gab dir die Stärke und den Mut, deiner inneren Stimme zu folgen? Was gab dir den Mut, ein Volk in ein Meer zu jagen? Woher wusstest du, jetzt oder nie? Was gab dir die Kraft, dein Volk in die Wüste zu führen? Dein Glaube hat dein Volk aus der Tyrannei gerettet. Deine Zweifel hätten die Knechtschaft des Volkes verlängert. Dein Gott gab strenge Befehle. Dein Gott gab dir das Gesetz. Du hast deinen Gott erfahren als unendliche Kraft. Und aus dieser Erfahrung kam für dich die Gewissheit: Mit Gott wird das Meer trockenes Land. Mit Gott wird mir die Wüste zur Oase. Wort, das uns alle zum Nachdenken anregt.